Hallo, jetzt kommen wir auf den Veloce Zockkanal zur weiteren Folge NBA 2K22. Ich will immer 21 sagen. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt ja kurz davor, die Trade Deadline zu erreichen, als auch zum All-Star Game zu gehen. Das werde ich auf jeden Fall auch zocken, mal so ein bisschen mit krasseren Spielern zu zocken. In der letzten Folge hat man ja in den Spielen, die ich selber gezockt habe, gesehen, ich habe noch so ein bisschen Offensivprobleme. Da muss ich mich auch noch definitiv bessern. Und ich will auch mal ein großes Danke da lassen an jeden, der letztens im Stream mit dabei war. Da habe ich 3 Stunden NBA 2K22 My Career gezockt. War mega, mega nice. Auch an die Leute, die mich fragen, wann gibt es den nächsten Stream, am besten mal bei Instagram folgen. Da werde ich das dann ankündigen. Ich gehe jetzt momentan stark von Donnerstag aus. Murray hier mit 27 Punkten, okay. Jackson Jr. Ich gehe stark von Donnerstag aus, weil Dienstag und Mittwoch ist natürlich dann entsprechend Champions League. Und da gucke ich da natürlich Fußball. Aber ich gehe stark von Donnerstag aus und spätestens dann wieder Samstag. Da muss ich mal gucken, weil ich auch mein Team zocke. Und wenn ich schon dabei bin, wenn ihr allgemein Bock habt auf so Sportthemen etc., gerne mal Veloce Studio abchecken. Da könnt ihr gerne rübergehen, da laber ich immer über Sportthemen. Also falls ihr euch mal fragt, ey, was denke ich über Trade XY, was sage ich zu dem und dem Team, das mache ich immer alles auf dem Kanal. Aber jetzt konzentriere ich mich hierauf. Und zwar haben wir die ersten beiden Spiele eben verloren, was gar nicht so schlecht ist, denn damit sind wir immer mehr im Tanking-Modus. Denn es ist echt so ein bisschen eine verzwickte Lage, ne? Man hat irgendwie so Chancen aufs Play-In, aber irgendwie will man ja doch verlieren. Und jetzt hier gegen die Suns. Oh. Ja, haben wir tatsächlich doch noch gewonnen. Šamanić hat sich verloren, okay. Verletzt, hat sich verloren. ich will tatsächlich bis zur All-Star-Wahl jetzt erstmal kurz vorgehen. Also deswegen werde ich die Spiele erst simulieren. Dann sind wir auch bald an der Trade-Deadline. Dann gucken wir auch mal, was da noch so geht. Und dann zocke ich auf jeden Fall ein ganzes Stück vom All-Star-Game. Da habe ich eigentlich schon Lust drauf. Deswegen simuliere ich jetzt die ersten Spurs-Spiele hier. Aber keine Angst, ihr seht Gameplay. Ich will eigentlich jede Folge ein bisschen Gameplay reinballern. Hier wieder Murray. Und das ist eben das Ding, ne? Du verlierst 5 Spiele, du gewinnst 2. Davor hast du aus 5 gewonnen. Und das bringt dich halt in so eine Tabellensituation, wo man sagen muss, das ist schwierig. Die Denver Nuggets sind auf 9, dann Suns auf 10. Ja, wir sind auf der Jagd nach dem Play-In irgendwie, ne? Also dieses Play-In-Tournament hat schon alles sehr interessant gemacht inzwischen. Deswegen sollte man die Saison vielleicht gar nicht zu früh aufgeben, ne? Und wirklich eher sagen, okay, wenn wir doch ins Play-In kommen können, also in die Playoffs theoretisch, warum soll man es nicht versuchen? Es ist ja eigentlich auch Spurs Culture, dass man sagt, man will gewinnen und nicht tanken. Das passt eigentlich so gar nicht. Ja, komm, die letzten Minuten gehe ich hier jetzt rein, auch wenn ich eigentlich nur das All-Star-Game zocken wollte. Ich versuch's jetzt mal. Mit DeJounte Murray und Co. Ich bin sehr, sehr schlecht noch, was die Offense angeht, muss ich sagen. Aber das liegt auch daran, dass die Defense in diesem Game viel, viel besser geworden ist, was ich sehr bevorzuge. Schön. Denn im letzten Game, also bei NBA 2K21, war es gerade super, super einfach, über den Drive den Gegner zu schlagen. Ich finde das hier schon viel besser balanciert. Sie hatten das ja auch angekündigt, dass die Defense nochmal was ganz Neues sein wird. Und das haben sie gehalten. Das finde ich sehr, sehr gut. Auch so Sachen wie Alley-oops und Co. viel, viel schwieriger geworden. Schönes Ding. Richtig. Damit haben wir jetzt hier ausgeglichen. Und das ist nicht unwichtig, denn wenn wir Richtung Play-In gehen wollen, dann sollten wir natürlich diese Duelle gerade gegen diese schlechteren Teams gewinnen. Hier ist Jalen Green, auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt in der Real. Oh, come on. Entscheidung anfechten. Da bin ich sehr, sehr gespannt in der echten Saison. Also im Real Life, was der leisten kann. Ich bin sehr gespannt, ob das hier wirklich ein Foul war. Da bin ich mir nicht sicher. Übrigens, die Grafik des neuen Games ist super, ne? Also gebt euch mal Popovic da eben. Wir gucken nochmal. Geht da gerade hoch eigentlich, ne? Oh, ich habe jetzt nicht gesehen, ob er die Hand berührt hat. Da war die Kameraeinstellung nicht perfekt. Aber er ging auf jeden Fall gerade nach oben. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie entscheiden. Ja, habt ihr es gehört? Overturned, das heißt, er Sprungball, wie ihr seht. Keine Timeout verloren, sehr schön. Boah, das hätte dann eigentlich Collins gewinnen sollen, aber nun gut. Porter Jr. macht ihn rein. Hat er gut gemacht. Ich habe auch schon richtig Bock auf die neue NBA-Season, aber dauert ja noch ein bisschen. Jetzt hier DeJounte Murray. Kellen Johnson hatte den Platz. Hat den leider nicht reingemacht, schade.
Sehr schön. Einfach mal das fünfte angehangen an Envada. Das hat er richtig gut gemacht, unser Defender. Primo war es, ne? Jetzt kommt unter anderem John Wall, Daniel Theis rein. Okay, das sind dann natürlich jetzt die anderen Kaliber. Jetzt kommt so langsam, ja, die Starting Five rein. Primo hatte freie Bahn. Macht er leider aber nicht rein, ne? Jetzt hier John Wall. Oh, Wall war da frei, ja. Aber da bin ich noch rangekommen mit Johnson. Ah, Johnson. Ach. John Wall da zu stoppen ist natürlich auch schwierig. Auch wenn er nicht mehr der John Wall ist aus der Wizards-Zeit, ist er immer noch ein guter Player. Jetzt hier mit Zach Collins oder was? Ach. Man hat ja Gott sei Dank zwei Controller immer. Ja, come on. Ja, dann war natürlich mein Angriff dadurch so ein bisschen im Arsch. Schwieriges Ding. Jetzt hier Tate. John Wall macht ihn nicht rein, unser Ball. Schön abgespielt. Sehr nice. Primo macht das ganz gut hier bisher, ne? In den Minuten. Ach, John Wall darf da nicht durch. Schön von DeJounte Murray. Oh, schöner Block. Und das meine ich eben. Bei NBA 2K21 wäre das Easy Going eben ein Dings geworden. Booyah! Wir sind jetzt in Führung. Also er hätte John Wall eben Easy Going ein Bucket gemacht, weil er einfach einen Drive immer gekillt hat. Und dieses Mal ist das eben schwieriger. Ah, Foul leider von Murray. Also deswegen, da feiere ich das schon, dass es deutlich schwieriger geworden ist und die Defense einen riesigen Fokus bekommen hat. Also das merkt man schon extrem. Und ich bin lieber ein Fan davon, dass ich sage, okay, es ist ein Ticken zu schwer zu scoren, als es zu einfach ist. Weil wenn es ein Ticken zu schwer ist, dann kann man damit klarkommen. Aber wenn es ein Ticken zu einfach ist, dann, ja, dann ist es halt einfach zu einfach. Und das sind die Weisheiten mit Valosche. Oh, Theis hat nicht mehr gut stören können. Also das ist hier wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Houston Rockets und den San Antonio Spurs. Also ich lasse meinen Roster erstmal so, also diejenigen, die drauf sind. Also John Wall. Na, was hast du vor, John Wall? Nimmt natürlich den Drive, aber das war nicht so schlecht verteidigt von Collins. Ganz im Gegenteil, das war richtig gut verteidigt eben. Das war eigentlich ein riskanter Pass. Ah, schwierig, ne? Ja. Aber offensiver Rebound wichtig. Jetzt Primo. Murray. Fadeaway. Nicht drin, schade. Und Timeout der Rockets, weil wir nur noch 9,7 Sekunden haben. Okay, ich muss sagen, ich habe gar nicht auf die Time geachtet. Das heißt, ich brauche jetzt definitiv die beste Defense mit Derek White, Murray, Wastel, Collins und Oi Banks. Okay. Also ganz wichtig jetzt hier den Bucket verhindern. Jalen Green, Wood, Wall. Okay, wir haben das Ding gewonnen. Ich weiß noch nicht, was das von John Wall sollte, um ehrlich zu sein. Einfach mal so rumlaufen und dann ja irgendwie einen, ja, Hero Ball zu versuchen. Das war jetzt nicht so die, ja, krasseste Lösung, sage ich mal. Topscorer waren es Johnson, Primo, Diallo, stark. Er in seinen wenigen Minuten macht das gut, ne? 8 Rebounds, 4 Assists, sehr, sehr stark. Dann Zach Collins. Okay. Bei den Rockets John Wall, Daniel Theis mit einem Double-Double und 3 Blocks. Interessant, aber wir gewinnen das Game hier. Ich bin mal gespannt, wo wir gleich gegen Ende des All-Star-Draft starten. Weil, wisst ihr, was ich mich auch frage? Ja, ich mache das auf jeden Fall. Ich mache mal Team Luka Doncic. Wisst ihr, was ich mich auch frage? Ob das All-Star-Format hier geändert worden ist, dass am Ende des Viertels man, also im letzten Viertel, 24 Punkte erreichen muss.
Ich nehme mal. Oh. Ich nehme Giannis im Team. Luka Doncic und Giannis, European Superstars. Ich habe jetzt einen für die Flügel. Ich könnte natürlich jetzt KD nehmen, aber ich nehme erstmal Steph Curry. Nikola Jokic hat er genommen, okay. Dann nehme ich jetzt KD natürlich. Embiid, dann nehme ich natürlich Davis, weil ich einen Center brauche. Also, jetzt darf er natürlich wählen. Kawhi Leonard war klar. Ich brauche definitiv noch einen Guard. Da würde ich jetzt mit Dame gehen. Butler, okay. Okay. Gib mir mal Jason Tatum, komm. Bradley Beal hat er genommen. Nehme ich mal Zion. Habe ich nochmal jemanden richtig mit Body? Russell Westbrook. Nehmen wir mal Trae Young, ne? Komm. Towns hat er. Levine, Randall, Sabonis, Paul George, ne? Ich würde tatsächlich von denen hier erstmal Levine nehmen und dann haben wir gleich noch einen Big Man. Christian Wood dann in unserem Team, okay. Das sind dann die All-Stars. Sabonis und Wood sieht man nicht mehr, aber die habt ihr ja gesehen, dass man die gedraftet hat. So, das heißt, wir gehen kurz fort und dann spiele ich hier. Boah, entweder spiele ich in dieser Folge schon die All-Star, das All-Star-Weekend oder ich gehe gleich nochmal rein, je nachdem, wie sich das jetzt hier ergibt. Vielleicht gehe ich ja auch nochmal hier und da in ein Game rein, wenn es nochmal eng wird. Gegen die Rockets war es ja auch nicht geplant, aber es sieht sehr gut aus, ne? Wir gehen Richtung Play-Ins, Leute. Wir gehen wirklich im Mobley sehr stark. Was macht der im Average? 14,5, 9,1 Rebound, okay. Oh, jetzt ist Trade Deadline, ne? Ja, will ich auf jeden Fall. Also, ich muss natürlich auch mal hier quatschen wieder. Alan Stewart hat natürlich mit mir hier was zu besprechen. Unser Scouting-Chef. Hey, Veloche, wollen Sie den Bericht über die Spieler sehen, die wir gescoutet haben? Natürlich. Oh, wir haben hier ein paar Hunderter. Nate Bolton, Small Forward, Shooting Guard, Perimeter Defense und Co. Interessant. Terrence Weber, Richard Taube, Nicola Hampton, Tomasovic, Santa. Okay, ich dachte jetzt Point Guard irgendwie. Nate Bolton. Der Draftwert von Bolton erscheint etwas zu sinken. Seit dem Mock von 2K prognostiziert wird er auf den 7 zu den Pacers. Okay. Wir können ja mal kurz gucken. Daten. Jetzt haben wir hier mal die Stärken. Also wenn man den besten Shooter hier sich anguckt, ist es aktuell Bryce Kelly. Terrence Weber als Center gar nicht mal so schlecht, ne? Post-Defense. Okay. Bolton hier der beste Perimeterverteidiger. Was ich halt eher brauche, ist eher noch mal eine offensive Option, ne? Weber. Basketball IQ, dann haben wir Athletik, da Bill Love, okay. Nate Bolton auch mit dabei, Potenzial. Terrence Weber, McCoy und Co. Und nicht Attribute, ich gehe da lieber nach den Buchstaben da. Gespielte Spiele, aber erstmal Punkte. Also, das heißt hier Ted McCoy, der beste bisher, 24,4 Punkte. Vor Terrence Weber auf jeden Fall die Center hier richtig am Abreißen. 13,8 Rebounds, okay. Alter, er hat einfach mal. Als Center 3,2 Assists, das ist nicht schlecht. Und Steals, okay. Muss man dann halt wirklich gucken, ne? Wie man dann als interessantesten findet. Na, Ziele nochmal wählen, lassen wir erstmal so. So, dann. Trade-Angebote von den Clippers, okay. Dann gucken wir uns mal das Trade-Angebot der Clippers an und schauen mal, was sie uns anbieten. Hey Veloche, wir haben hier einen Trade für Sie. Sind Sie interessiert? Ich wäre ein Idiot, wenn ich mir nicht wenigstens ansehen, was Sie anbieten. Klar. Wir wollen Calvin Johnson haben und... Nee. Warum sollte ich das machen? Warum sollte ich das machen? Hä? Warum sollte ich ihm bitte das Angebot da gerade abgeben? Das wird ja gar keinen Sinn machen.
gehen wir auf Trade vorschlagen. Denn wir haben immer noch mit McDermott jemanden, der 3 Jahre hat und ziemlich viel Cash verdient. Vielleicht kann er ja einen Contender verstärken. Zum Beispiel die Bucks. Vielleicht haben die ja jemanden mit 1-Jahresvertrag, den sie loshaben wollen. Celtics eher nicht, ne? Ich guck mal, ob man hier irgendwie so ein bisschen Flexibilität reinbringen kann. Plumlee hätte 1 plus 1, ne? Aber der ist leicht verletzt, deswegen geht das leider nicht. Joe Ingles, aber der ist besser. Gar nicht mal so einfach, jetzt jemand Passendes zu finden, ne? Hühnchen gegen, Brooklyn Nets. Aaron Gordon, Morris, TJ Warren, ja gut, ne, die sind jetzt nicht schlechter unbedingt. Könnte ich ihn gegen Satoransky traden? Dann wären wir einfach nur vom Cap etwas flexibler. Okay, die waren gleich Lotterie-Picks, auf gar keinen Fall. Ich könnte euch noch einen Zweitrunden-Pick der Lakers anbieten. Mein Satoranskys Vertrag. Dann wäre ich einfach nur zum Sommer flexibler. Oh, die wollen ganz viele. Nee, machen wir mal so. Wenn die ganzen Erstrunden-Picks haben wollen, dann sage ich zu euch, gebt mir den Lakers 2021er-Pick. Das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Lonnie Walker. Nee, Mann. Okay, dann wird McDermott wahrscheinlich erstmal nicht getradet. Ach, Vertragsverlängerung können wir auch nochmal rein. Young. Genau, wir könnten aber nochmal probieren, Derek White loszuwerden. Ne? Der ist hier sogar nochmal ein ganzes Stück besser. Da müsste es ein bisschen einfacher gehen. Trade vorschlagen. White, der ist ja jetzt schon nicht so schlecht. Wenn ich mir da irgendeinen schlechten Spieler anlache von irgendeinem Contender, die da halt wirklich irgendwie, was weiß ich, die Suns. Ja. Aber das muss halt jemand sein, der eher so einen flexiblen Vertrag hat, ne? Ja, aber Satoransky. Denver Nuggets hier, Will Barton zum Beispiel, ja. Jermichael Green. Markel Fultz. Ich schau mal, was noch hier. DeAndre Jordan. Auch nicht so der beste Vertrag, ne? Alec Burks. Utah Jazz, ne? Die könnten eigentlich Bogdanovic gerne loswerden, denke ich mal. Gegen Derek White wäre das gar nicht so schlecht für die. Oder ein Joe Ingles. Aber der hat, hat leider eine zu gute Wertung, ne? Ich werde halt versuchen, irgendwie einen Pick dazu zu kriegen oder ähnliches. Oder man tauscht ihn gegen Kelly Oubre Jr., der hat zwar noch 2 Jahre Vertrag, das ist jetzt nicht so nice, aber vielleicht kann man da was oben drauf packen, wobei die Hornets sind nicht im Dings, ne? Die Miami Heat könnten aber nochmal profitieren. Ah, der wurde erst kürzlich getradet, okay. Joe Harris, ja, nicht so einfach, ne? Bledsoe, auch ganz klar der schlechtere Spieler, würde ich sagen. Wenn die Clippers mir, ja nicht 2-Runden-Pick, da habe ich kein Interesse dran. Gib mir mal, ah, das geht alles nicht, ne? Ne, auch hier die Clippers, schwierige Sache. Seth Curry. So, sie würden hier natürlich, ach, zu viel verdienen, okay. Ist nicht so einfach, ist nicht so einfach. Gehen wir mal Trade-Suche. Wir gehen zum Beispiel zu den 76ers, sagen, wir wollen euren Pick haben, was kriegen, müssen wir geben. Okay, auch Picks, das gefällt mir natürlich nicht so, ne? Was, wenn wir den Bucks-Pick wollen? Okay, dürfen sie nicht. Chicago darf auch nicht, Cavs. Celtics-Pick. Kellen Johnson, ne? Oh! Devin Wasel, aber Primo will ich gar nicht abgeben. Oi Banks.
Drew Eubanks gegen diesen Draft-Pick. Aber ich müsste auch einen Einser weggeben, ne? Das gefällt mir auch nicht. Die Grizzlies geben sie ihren Pick ab. Ich habe die Peak-Values ja deutlich nach oben gestellt, ne? Also deswegen werden sie auch immer mehr fordern. Aber das würde mir gefallen. Thaddeus Young abgeben gegen den First-Round-Pick. Wenn ich es jetzt schaffe, den Erstrunden-Pick hier rauszuhalten, sondern zum Beispiel zu sagen, ey komm, wir geben euch einen Second-Rounder an zukünftigen von den Bulls. Ne, sie wollen unbedingt einen First-Round-Pick, ne? Habt ihr nicht noch irgendwie einen Spieler, den ihr nicht auch noch loswerden wollt, der nicht so gut ist? Culver zum Beispiel, der ist jetzt nicht der beste Spieler, wenn ich euch dafür zum Beispiel White anbiete. Dann sind sie ein bisschen drüber, ne? McDermott würde aber gehen. McDermott und Thaddeus Young gegen Jones und Culver. Dafür kriegen wir den Pick. Ja, sie wollen Erstrunden-Pick, aber das mache ich nicht. Zweitrunden-Pick würde ich mitgeben. Zwei Zweitrunden-Picks, das würde ich auch noch machen. Nee, ihr kriegt keinen so guten Pick von mir. Ich würde euch sogar Steven Adams abnehmen, aber der ist ja, ja, der hat sogar einen zu hohen Trade-Value, ne? Für die. Habt ihr nicht noch irgendeinen schlechten Spieler, den ihr einfach loswerden wollt? Wo ich dann irgendwas dazugeben kann. Zum Beispiel er hier, er hat jetzt keinen großen Wert. Und ich gebe euch dafür zum Beispiel einen... Ja gut, das wird vom Cash nicht passen, ne? Denn sie hat viel zu weit drüber. Ich muss halt auch nochmal irgendwas opfern, ne? Eubanks wäre ich sogar bereit zu opfern, um ehrlich zu sein. Wir haben Zach Collins. Das würde ich noch machen, dafür hätte ich dann First Rounder. Wollen sie nicht, ey. Boah, ich hätte sogar noch einen, ne? Aber egal. Gucken mal. Ne, San Antonio kriegen sie nicht. Ich will euren First Round Pick, Mann. Ich gebe euch noch Eubanks. Von mir aus gebt mir noch einen Spieler, den ihr nicht so braucht vom Value. Zum Beispiel. Gebt mir von mir aus den da. Na? Und wir bieten euch. Samanic. Ah, das ist schon hart jetzt, ne? Ich gebe euch noch einen Second Rounder, komm. Second Rounder der Bulls, das muss doch reichen. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Ah, Mann. Geben wir euch noch einen Second Rounder dieses Jahr der Lakers. Come on. Ja, ist nicht so einfach, ne? Ist nicht so einfach. Was ist, wenn man nur so macht? Culver. Und der Pick gegen Thaddeus Young. Sie wollen zu viel. Ich gebe euch gerne Zweitrunden-Picks, aber mehr nicht. Nee, ich gebe euch keinen Top-Shot. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Ja, die haben auch zig Picks, denn das ist so krank. Timberwolves-Pick. Was muss ich dafür hinblättern? Ja, man muss wahrscheinlich echt fast schon damit leben. Irgendwas muss man halt auch anbieten, sage ich mal. Ne? Ich versuche mal wirklich den Timberwolves-Pick mir jetzt mal zu holen. Gehen wir mal zu den Minnesota Timberwolves. Man muss auf jeden Fall damit rechnen, irgendwas natürlich auch abzugeben. Sagen wir geben euch Derrick White. Ihr habt doch bestimmt den einen oder anderen Spieler, den ihr nicht ganz so braucht. Zum Beispiel ein Terrence Prince. Kostet doch viel zu viel, Mensch. Wir geben noch einen Thaddeus Young dazu. Und mir ist noch ein Bever, aber das reicht nicht, ne, vom Trade Value. Schwierig.
ich muss schon ein Talent irgendwie mit abgeben, ne, um zu sagen, komm, ich gönn mir noch einen Pick. Das mit O'Neal, ja. Okay, sagen wir wirklich, wir lassen uns Beverly anschwärzen. Ihr gebt mir den Pick und ich biete euch. Ich würde Wastel am ersten noch opfern, ne? Dass man wirklich sagt, komm, wir geben euch Thaddeus Young und Wastel. Jetzt verdienen sie wieder einen Ticken zu viel. Walker würde ich fast auch schon opfern, ne? Weil wir haben eh Primo. Auch wieder zu viel, oder was? Auch zu viel, okay. Dann gibt ihr mir, keine Ahnung, gibt ihr mir halt den Spieler, dann darf er nicht. James Ennis hätte jetzt keinen Wert. Sagen wir, ihr gebt mir noch Terrence Prince. Ich baller euch dafür Wastel noch oben drauf, auch talentierter Spieler. Und gebe euch noch zig Second Rounder. Ne, das wird wahrscheinlich nichts mehr, ne? Mit der Jagd nach Picks, ey. Golden State Warriors, was denn mit euch? Für euch dürfte der Pick doch nicht so wertvoll eigentlich sein. Ich versuch's mal mit den Warriors. Mit den Warriors könnte es klappen, weil für die müsste der Pick nicht so wertvoll sein. Aber ihr seht schon, es ist was ganz anderes, hier jetzt einen Pick zu kriegen, als es noch in den anderen Teilen war. Das war deutlich einfacher. Das liegt aber auch daran, dass ich wirklich hochgestellt habe, was die Schwierigkeit angeht, Picks zu bekommen. Und das ist für mich viel, viel besser so. Okay, sie haben halt kaum Trade Value mehr, ne? Also wo ich sagen kann, hier, gönnt durch. Kevon Looney, ja, der hat aber jetzt auch schon einen zu hohen Wert, ne? Wenn ich da jetzt zum Beispiel gesagt hätte, Wastel. Da muss ich vielleicht sogar noch einen. Nee, auch das wird nicht. Das wird nichts, ne? Also ihr merkt, hier wird es nichts mit Trades. Wir gehen einfach mal vor. Leider ist das da nichts mehr geworden mit Trades. Ich gucke aber gleich mal, was die CPU so hinbekommen hat. Also das war hier jetzt alles nicht so erfolgreich, wie man es sich gerne vorgestellt hätte. Wir gehen mal kurz. Ja, wir hätten die drei auf dem Trademark, ne? Social Media. Nee. Auch nicht Übersicht. Ich wollte zu News, ne, genau. Also, was ist so passiert an Trades? George Hill und Rodney Hood von den Bucks gegangen, okay. Aha. Duncan Robinson. Wow, Duncan Robinson zu den Mavericks, interessant. Sterling Brown und Co. Okay, ein bisschen was ist ja passiert, wie ihr seht. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hier war sogar Magic noch mit involviert, okay. Also ein bisschen was ist passiert. Ich würde aber jetzt sagen, hoppala. So. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir gucken mal, ob wir bis zum All-Star-Game vielleicht noch den ein oder anderen Sieg einstecken. Oder ob wir hier eine ganz deutliche Niederlage einstecken. Leider ja. Murray mit 34 trotzdem nicht gewonnen. Jetzt gegen die Bulls. Und in der nächsten Folge würde ich dann so ein komplettes All-Star, so eine All-Star-Folge machen mit Three-Point-Contest und dem All-Star-Game. Hier sieht es nicht so gut aus. Naja, die Bulls gewinnen deutlich leider. Ja, krass. Obwohl Johnson seine 23 Dinger macht. Ja gut, Zach LaVine mit 43, DeRozan mit 32, Taylor und Horton Tucker macht 17, 4, 5 und 1 Assist, 1 Block. Okay, 3 Niederlagen in Folge und jetzt geht's gegen OKC, gegen das schlechteste Team der NBA. Die dafür natürlich aber wirklich, wirklich gut, ja wahrscheinlich picken werden.
auch schon wieder so ein deutliches Ding, ne? Ah, sehr, sehr deutlich. Aber diesmal mal für uns. Primo wieder super, okay. Also. Zack, das heißt in der nächsten Folge, ne, da können wir auch schon mal hinsimulieren, das ist nämlich unwichtig. Die San Antonio Spurs haben Neuigkeiten bezüglich einer aktuellen Verletzung. Jakob Pötel, die Verletzung ist vollständig ausgegangen. Was möchtest du tun? Oh, ist das schön, dass er nach dem Dings, nach dem All-Star-Game wieder back ist. Sehr, sehr schön. McDermott verliert natürlich damit ein bisschen. Samanic natürlich auch. Ist logisch. Gibt es auch für die hier alle eine Minute weniger. Oder eher für Thaddeus Young vielleicht sogar. Zack, 24 Minuten für Pötel, eher 26, ne? Zach Collins hat es eigentlich nicht so schlecht gemacht. Einmal so. Dann kriegt Šamanić nochmal 12 und dann ist jeder zufrieden. Alle 15 Minuten auf von der Bank aus. Und hier hat dann auch keiner übermäßig viele Minuten, das passt. Also bis zum Datum simulieren. In der nächsten Folge gibt es dann den Three-Point-Contest. Eventuell auch den Dunk-Contest, muss ich mal gucken. Und auf jeden Fall dann das All-Star-Game. Darauf habe ich richtig Lust. Da bin ich auch gespannt, ob es ja, entsprechend das neue Format gibt. Ansonsten, Leute, schaut gerne mal auf den Velocious Studio-Kanal vorbei. Habe ich ja am Anfang der Folge erwähnt. Wenn ihr Bock habt auf Themen, wir gucken mal Tabelle. Wir sind in der Nähe des Play-Ins-Tournament. Mal gucken, was wir nach dem All-Star-Break so schaffen. Netz hier im Osten erster. Und ich würde auf jeden Fall sagen, ich verabschiede mich von dieser Folge hier. Euer Velo schmelzt sich ab und bye bye.